Hallo und herzlich willkommen zu Folge 116 von Gothic 1, die Welt der Verurteilten. Wir sind gerade bei Aiden, waren bei Cavalon, bei Scorpio zuletzt. Zu gucken, ob die noch irgendwas Neues haben. Wir bewegen uns jetzt Richtung neues Lager, um zu schauen, ob die Jungs auf uns sauer sind oder ob das nur für die Wassermagie gilt. Das heißt, wir müssen halt jetzt völlig herunter. Nur schauen, dass wir irgendwie Kronos aus dem Weg gehen, falls die anderen Banditen und Söldner uns nicht feindlich gesinnt sind. Denn wir haben auch in der letzten Folge den Erzhaufen entladen. Und das fanden die Wassermagier weniger toll. Und wir haben übrigens noch 75 Lernpunkte und die hoffe ich jetzt bei Laris quasi rausballern zu können. Und ich glaube, ich werde einfach volles Pfund auf Stärke gehen. Denn, ja, Armbrust zu lernen wäre jetzt irgendwie doch eine Verschwendung. Geschicklichkeit brauchen wir auch nicht mehr. Alchemie. Der Zug ist auch abgefahren, da hätten wir, glaube ich, Magier für sein müssen. Und so viele Trollkirschen haben wir auch nicht, dass uns das jetzt irgendwie das Genick brechen würde. Also viele Permanent-Tränke könnten wir jetzt sowieso nicht mehr machen und wir haben noch einen Haufen dabei. Die lernen wir uns dann einfach rein, nachdem ich die letzten 75 Lernpunkte jetzt in Stärke gehauen habe. Denn wie gesagt, was anderes fällt mir jetzt nicht groß ein, was Sinnvolles. Und wir scheinen hier nicht den Hass auf uns gezogen zu haben. Wirklich einzig und allein bei den Wassermagiern. Außer Jarvis sagt uns jetzt gleich, dass wir nicht rein dürfen. Dann, ja. Wird's kritisch. Aber ich würde gern zu Wolf. Auch, weil der mir ja die Trollfellrüstung ziehen kann. Das war natürlich ein bisschen taktisch unklug. Ich hätte vielleicht erstmal die Trollschlucht laufen sollen. In der Hoffnung, dass da noch zwei Troller irgendwie auf mich warten, dann hätte ich die vielleicht irgendwie noch ausnehmen können und hätten mit den Trollhauern dann die Trollfellrüstung basteln können. Hier ist ja nichts los um 7.40 Uhr morgens. Ist auch ein bisschen seltsam, der namenlose Held schläft in Gothic 1, wenn er bis zum nächsten Morgen schläft, bis 7 Uhr. Aber das, alltägliche Leben, der alltägliche Trubel beginnt erst um 8. Ist auch ein bisschen komisch. Aber nein, es sind tatsächlich nur die Magier, die uns verachten. Ich fände es ganz nett. Ich will mich verbessern. Oder hätte es ganz nett gefunden, wenn hier die bekannteren Gesichter uns nochmal drauf angesprochen hätten. Von wegen so, ich habe da gehört, du hast da was angestellt. Im Erzhaufen stimmt es oder bist du wahnsinnig, was soll das? Die Wassermagier sind sauer auf dich, aber ich glaube, es ist so konzipiert, dass man jetzt einfach nicht mehr hierher soll. Und ich bin der einzige Depp. Du bist am Ende deiner Möglichkeit. Also 150, aha, okay. Das heißt, wir haben noch 20 Lernpunkte. Hey, da können wir ja noch Armbrust lernen. Ich glaube, 150 ist quasi das Maximum. Also nicht nur von Laris, sondern von allen. Mehr geht nicht. Also ich werde es nochmal versuchen. Ja, ich werde nochmal dann zu Diego vielleicht, wenn wir den treffen sollten. Können wir nochmal gucken. Oder wir gehen zu Lee hoch, ohne angegriffen zu werden von Magiern. Oder ist es nur Saturas? Hallo, Kronos. Hallo. Ja, also das stimmt auf. Also hier stimmt irgendwas auf keinen Fall. Es ist nur Saturas, der uns angreift, wenn wir wieder hochlaufen. Alle anderen sind uns friedlich gesinnt. Und keiner spricht uns auf irgendwas an. Macht doch gar keinen Sinn. Hallo. Und du hast immer ein paar Klingen dabei, hey, leck mich am Arsch. Aber dass hier wirklich niemand darüber irgendwie ein Wort verliert. Wie gesagt, man soll hier eigentlich gar nicht hin. Und ich, dummer Depp, eier hier rum. So. Kann uns Lee mehr als 150 beibringen? Ja, ich brauche keine bessere Rüstung. Aber ich will mein Sold. Jawohl, 10 Erz. Jetzt, das hat einen Unterschied gemacht. Kannst du mir was? Ich kann dir helfen. Du bist am. Nein, also wenn uns Lee nicht mehr als 150 beibringen kann, dann auch bestimmt nicht Diego. Das heißt, wir können tatsächlich bei Scorpio nochmal Armbrust lernen.
Und ich werde es so machen, wenn ich dann ins alte Lager mich teleportiere. Da werde ich dann einfach mit K vorne aus dem Tor raus. Ja, das mache ich dann einfach so. So, wie sieht's hier aus? Hier scheint die Welt irgendwie stehen geblieben zu sein. Also, außer man hätte sich jetzt halt für die Templer entschieden. Wobei, ich weiß gar nicht, wie es dann aussieht. Ich glaube, hier wirkt es trotzdem irgendwie so ein bisschen steril jetzt. Hier passiert einfach gar nichts. Ja, also Iberion ist tot. Cor Kalomb ist abgedüst und die sind jetzt halt irgendwie kopflos. Cor Anka versucht irgendwie das Lager zusammenzuhalten, aber alle anderen haben jetzt irgendwie ihren Sinn im Leben verloren. Was wie? Kein großes Handeln und Kämpfen mehr für den Schläfer oder irgendwas in der Richtung. Die sind jetzt einfach ein bisschen, ja, platt, könnte man sagen. Die wissen nicht mehr weiter. So, der hat doch bestimmt Telekine. Nur einmal im Ernst? Was ein Scheiß. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht kann schon sein. Wenn wir irgendwas loswerden, irgendwas Billiges. Kampfschwert, da fehlt immer noch ein bisschen was. Eieiei. Da kommen die Schnitter zum Einsatz. Ah, ist schon wieder zu viel. Ach, wobei, der hat doch. Hier kriegst du noch einen. Aufpassen, was man rumerzählt. Der hat doch ein bisschen Erz dabei, oder? Jawohl. Jawohl. Jetzt gibt's Schnitter. Ich glaube, Hat er kaum noch dass irgendwo. er Komm, nimm mal die Tränke mit, was soll's? Also nicht die kleinen, aber die mittleren. Man darf auch nicht alles Jetzt glauben. können wir mal ein bisschen was hier ausgeben. Jemand hat immer auch viel Krempel dabei. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. So, und jetzt kriegt er noch zwei Pfeile. Verlass dich auf jemanden, den du Zack. bist verlassen. Was ist denn? Also es macht jetzt eigentlich schon Sinn, nochmal hier alle leer zu kaufen. Wobei ich. Das Problem ist, in Kapitel 5 ist man eigentlich intensiver im Schläfertempel unterwegs, als dann eigentlich gegen Ende. So, wo ist denn der Kamerad hier? Das ist doch der, der auch Spruchrollen und so verkauft. Warum ist der irgendwie nie da? Der ist doch normalerweise immer schön am Predigen. Aber das mit dem Predigen haben die irgendwie sein lassen, nachdem Iberion den Geist aufgegeben hat. Bisschen seltsam, ne? Kohanga hat auch gar nichts mehr zu erzählen. Null. Hallo. Das ist äußerst skurril hier. Wo ist denn der Kamerad? Ich würde gerne wissen, wo der Baal hin ist. Die stehen jetzt nämlich nur noch rum, ne? Der ist ja auch nicht mehr am Beten. Der Tondral. Ist ja nur die Frage, wo der andere wohnt. Ich meine, hier haben wir, glaube ich, zwei gewohnt sogar. Ne, hier ist niemand. Und da hinten, da gehen wir erstmal runter zur Schmiede. Ob es da was. Also, eine Waffe können wir hier nicht erwarten, aber. Mal schauen. Hier haben wir übrigens eine der wenigen Truhen, die wir das ganze Spiel über nicht geöffnet bekommen haben. Aber da gibt es noch zwei weitere im Sektenlager. Hier im Sumpflager. Weil da die ganze Zeit Wachen standen. Aus mir nicht begreiflichen Gründen, die waren irgendwie einfach nur da, weil sie da sind. Die haben aber im Prinzip nichts groß bewacht. Außer, dass sie die ganze Zeit gesagt haben, da ist er. Hey du. Außer, dass sie die ganze Zeit gesehen haben, dass ich dann in die Hütten rein bin. Da wurden sie aggressiv. Achso, der kann uns nur Ding beibringen. Ich die Kraft deines. Nee, brauche ich nicht, geh weg. Ja, wer war denn der Kamerad, der uns Sachen verkaufen kann? Das war doch auch irgendein Baal. Tondral war es nicht. Ich dachte, es wäre Kadar gewesen. Das war jetzt der, aber der hat uns einen Scheiß geholfen. Ich glaube, Ohun verkauft uns auch nichts. Ja, Mensch. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Ja, okay, ich glaube, die helfen uns jetzt hier nicht mehr weiter im Sektenlager. Der Zug ist abgefahren. Wie gesagt, die sind halt kopflos und langweilen sich jetzt den ganzen Tag gefühlt. Weil die gar nichts machen, die machen gar nichts. Niemand von denen macht irgendwas. Na gut, dann würde ich sagen, besuchen wir doch mal unsere alten Freunde. Ja.
keine Gnade. Nicht, du bist dran. Keine Gnade. Ich hatte mir fast gedacht, dass es jemand durch das Pentagramm versuchen würde. Aber im Gegensatz zu diesem verräterischen Schmied Stone brauchen wir dich nicht mehr. Wo ist Stone? Hinter Gittern. Aber dafür wirst du gleich unter der Erde liegen. Schnappt ihn euch, Jungs, und macht ihn kalt. Jetzt wird abgerechnet. Da. So, ja, abgerechnet gibt er gleich. Niemand vergreift sich an meinen Jungs. So, dann haben wir jetzt auch die Restgardisten. Hier sieht man übrigens auch noch die Leichen der Feuermagier. Ja? Das heißt, wir können ja alles looten. Das heißt, der Einsatz hierher, der lohnt sich auf jeden Fall. Draußen hört man die ganze Zeit noch irgendwelche Gardisten prahlen. Die sind auch noch dran. Ach, hier ist eine Truhe, deswegen. Ja Mensch, die kriegen wir gar nicht auf. Ist links und rechts gehen die Dietriche kaputt, was ein Scheiß. Guck, die hat noch ein Gardist hergelaufen. Rodriguez hat alte Münzen dabei, da wird sich Diego freuen. Und Feuerpfeil. Drago, wer ist überhaupt Drago? Ich glaube Drago. Ach, guck mal an. Mensch, ist der verpeilt. Ich glaube Drago ist, ist das ein neuer Magier. Ich glaube, der ist durch die Welt der Verurteilten hinzugekommen. Mit dem konnten wir nur niemals reden, weil wir hier nicht ins Haus der Feuermagier hinein durften. Der hat aber einen Ring der Unbesiegbarkeit dabei. Also, insofern, vielen Dank. Da fällt mir übrigens gerade in dem Zusammenhang ein, dass wir den Ring der Stärke tragen. Das heißt wiederum, dass wir nochmal 10 Stärke lernen können. Und haben zwei Ringe der Unbesiegbarkeit. Das sieht doch jetzt schon mal alles viel besser aus. Das heißt, wir können nochmal 10 Lernpunkte verfeuern. Da ist der Prankenhieb, die Waffe von Bartolo. Der hat 3 Lauten dabei. Und einen Haufen Scheiß. Öffnet Haupttür der Lagerräume im Keller der Erzbarone. Stimmt. Da gibt es ja ein paar... Ja, Junge, hat der viel Scheiß dabei. Leck mich. Stimmt, der war ja ein Händler. Ich bin auch so ein Depp. Natürlich hat der viel Kram dabei. Der war ja Händler. So, da ist Torres. Ein paar Laborwasserflaschen. Münzen. Dann hat er außer Kreis 1 alle Kreise der Magie. Und heilige Scheiße hat der Tränke dabei. Und Spruch holen. Leck mich am Arsch. Ist das wirklich so geplant? Dass man das so viel abgreift bei einem Händler. Also das ist doch Wahnsinn. Weil jetzt komme ich mir blöd vor, dass ich beim Fortuno Tränke gekauft habe. Gut, das ist im Prinzip auch egal. Wir haben ja nicht mal Geld dafür ausgegeben. Konnten sie ja handeln. Konnten sie ja alles handeln. Nein. Erstmal der Gardist. Was hat Goristo dabei? Der hat gar nicht so viel dabei. Alte Münzen haben sie irgendwie alle. Ring der Unbezwingbarkeit. Ja, das ist die schwache Variante von Unbesiegbarkeit. Brauchen wir eigentlich nicht. Können wir hier irgendwas lesen? Oder ist das einfach nur so... Dekoration. Okay. Das gilt wahrscheinlich auch für den anderen Buchständer. Und jetzt, wo wir hier sind... Vielleicht kommen wir auf 125 Folgen. Also, das könnte hier nochmal vielleicht... Ja, 2 Folgen in Anspruch nehmen... Das wäre auch gar nicht so viel. Bildet man sich immer ein, dass es dann länger geht, als es dann im Endeffekt gehen wird. Wir haben übrigens keine Quest. Ne? Das mit Stone ist hier nicht vermerkt. Hätte man wohlgemerkt machen können. Das sei nur mal am Rande erwähnt. Das wäre möglich gewesen. Mensch, sind es Truhen. Alter Vater. Leck mich am Schlabber. Das gibt's doch nicht. Achter Truhen. 135 Erz, okay. Wahre Macht. Syrianisches Öl und Essenz des Geistes. Hey, das nehmen wir doch gleich mit. Zum Wohl. Also, was Mana angeht, sind wir ein gemachter Mann. Da kommen wir schon mal auf 85.
In dem Zusammenhang fällt mir jetzt auch gerade mal ein, weil das werde ich jetzt einfach tun, weil es ist lächerlich. Dietrich hier verballer. Da kann ich auch gleich hier. Gehe vielleicht ein paar Dietriche weniger kaputt. Wir müssen hier mal ein bisschen Geschick reinscheppern. Weil dann, 40, ja, immerhin. Ein bisschen was gab's schon. Heißt, ich werde nämlich jetzt hier, also die 10 Lernpunkte in Stärke setzen. Ja, dann haben wir sowieso Maximum. Und auch sonst keine Ausrüstung mehr, die uns Stärke gibt. Und das heißt, dann schütte ich mir die Tränke rein. Um halt dann eben auf fast 200 Stärke zu kommen. Das ist ein Ziel, das sich lohnt zu erreichen. Ja, ich merke schon, wie viel es gebracht hat mit der Geschicklichkeit. Eieiei, jetzt zweimal nach rechts, dreimal nach links. Viermal nach links. Und dann zweimal nach rechts, okay. Immerhin das. Bisschen Geld, elementare Dingen, Gedöns, machtvolle, bla bla bla. Was wollen wir eigentlich mit den ganzen Büchern? Bringt das überhaupt was? Ein bisschen EP. Das zu lesen. Aber was sind jetzt schon 50? Ach komm, machen wir es halt. Haben wir immerhin dann alles mal gelesen? Alle Kreise außer den ersten? Schon gut was an Krempel jetzt mitgehen lassen. Halbe Bibliothek haben wir dabei, da könnten wir mal am Xardas hier Angebot machen, ob man uns die Bücher abkaufen will. Ich will gerade mal schauen, wie viele Dietriche haben wir noch. Ach, 116, ja dann. Dann, scheißegal. Das war klar. Zweimal nach links, dreimal nach rechts. Dann wieder einmal nach links und dann zweimal nach rechts. Dann war ja auch wieder klar. Was mache ich denn hier? Zweimal nach links, dreimal nach rechts, links, rechts, rechts. So, offen. Also hier kriegt man nochmal gut Geld zusammen und noch mehr Bücher und auf jeden Fall ein paar Laborwasserflaschen. Gut, ich meine, die haben jetzt so einen großen Mehrwert für uns. Halt überall noch Leute reden. Überall sind Gardisten. Und ihr wisst, die sind uns nicht so freundlich gesinnt. Denn wir sind auch Söldner. Immer noch. Auch wenn Satoras das wahrscheinlich auch verhindern wollen würde. Damarok, ist der auch neu? Oder erinnere ich mich bloß nicht an den? Also ich kann auch sein, dass das mit Drago das Blödsinn ist. Und der ganz standardmäßig Teil des Spiels ist. Kann auch sein. Kann wirklich sein, dass die alle ganz normal sind. Und an deren Namen erinnert man sich einfach nicht mehr, weil die relativ früh im Spiel sterben. Und ich sag mal, egal ob du Magier bist oder nicht, mit den Wassermagiern kommst du so oder so in Berührung. Und mit den Feuermagiern eben nicht. Also es könnte sein, dass die wirklich existieren und mir kommen einfach nur deren Namen gerade einfach nur nicht bekannt vor. Also Koristo, Milton und hier der Torres, die kennt man. Und hier der andere Kamerad, der hier auch noch liegt. Das ist ja hier, da ist der Drago. Ich glaube, Fernando, war es Fernando? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall Koristo und Torres. Und der Typ, der hier liegt, die kennt man. Die anderen eher weniger. Weil die ja auch da drin sind. Im Haus der Feuermagier, wo man nicht reinkommt. Also wir müssen jetzt hier alle Truhen haben. Also ich habe da, ups, nicht direkt den Zorn der Gardisten auf sich ziehen. Also ich habe jetzt hier eine Truhe übersehen. Nee. Hier ist keine Truhe. Okay. Fackel wird eingepackt. Jetzt will ich nochmal ganz kurz. Normalerweise konnte man doch immer mit Uriziel Gegner anzünden. Schauen wir mal. So, wir sind hier gerne das Versuchskaninchen. Hallo?
ist auch jetzt generell weniger los. Keine Gnade. Jetzt packt er die Armbrust aus, ich krieg zu viel. Ach. Okay, sie brennen. So peinlich, dass sie mich jetzt abschießen müssen. Egal, der da kriegt. Der will, der kriegt. Und der überlebt es auch noch. Ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns hier mal um die Gardisten kümmern. Ja, die beschießen uns jetzt ein bisschen, aber die treffen uns ja eh nicht. Wir sind ja hier in Sicherheit. Das heißt, wir looten den Typ, den wir umgelegt haben und töten alle anderen und dann befreien wir Stone. Wie gesagt, keine Quest, aber das können wir hier erledigen und das haben wir auch vor. Das wird gemacht. Und danach, das darf ich nicht vergessen, gucke ich nochmal in die Trollschlucht und hoffe, dass ich einen Troll entdecke. Notfalls werde ich mir vielleicht einen spawnen oder zwei und hau die um. Einfach nur, weil ich bei Wolf diese Trollfellrüstung mir anschauen will. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.